Auch Stars wie Adolf, Korte und Quadflieg brauchen Regieanweisungen. Aber sie haben auch ihre eigenen Vorstellungen. Auch wirklich sich natürlich über seinen eigenen Schatz lachen. Bitte, ja. Wenn ich das bitte dürfte. Ja, natürlich. Ja. Ja. Man könnte auch denken, dass er sagt, die Jungen nicht gut aussehen und älter. Ich bin die Variation erst ansprechbar, wenn ich den im Kasten habe. Der Regisseur hat gut lachen. Mit solchen Routiniers zu arbeiten, garantiert ein gutes Ergebnis. Die letzte Illusion über mich will ich nicht verlieren. Währenddessen werden die Statisten für die nächste Szene arrangiert. Licht messen. Klappe. Und los. Aber wer ist eigentlich der große Bellheim? Mario Adorf ist Bellheim. Ein Kaufhausmagnat, der sich nach Marbella zurückgezogen hat. Seine wohlverdiente Ruhe wird durch eine Schreckensnachricht aus Deutschland gestört. Wir müssen Abteilungen, bei denen wir zubuttern, und Filialen, die nur noch rote Zahlen schreiben, schließen. Bellheim kehrt nach Deutschland zurück. Er will sein Lebenswerk retten. Gibt's hier irgendwo einen Abfalleimer? Herr Bellheim, der große Zampano persönlich. Peter Bellheim hat Feinde. Schicken wir unsere Anwälte mit einem Übernahmeangebot hin. Wenn's klappt, versilbern wir den Laden. Klappt's nicht, steigt der Kurs und wir machen auch unseren Schnitt. Zufrieden? Wer spricht denn da? Ach, Peter. Bellheim trommelt seine Freunde zusammen. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich bin's. Warum werden Menschen mit Erfahrung, mit Qualifikation, nur weil sie 60 oder 65 sind, in den Ruhestand geschickt? Warum sollen die auf einmal zu Hause rumsitzen? Sag mal, rufst du nachts um 1:30 an, um mit mir über die Altersgrenze zu diskutieren? Du Erich, ich brauche dich. Bitte. Zurück zu den Dreharbeiten. Es wurde mit Unterbrechungen über ein Jahr gedreht. Der Regisseur bespricht sich mit seinem Kameramann Edward Klosinski. In der nächsten Szene spielen Mario Adorf und, als Bellheims Frau, Christina Janda. Cooper, der Architekt. Es kommt zu einem ungewöhnlichen Problem. Christina Janda ist eine berühmte polnische Schauspielerin, die in Cannes als beste Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet wurde. Aber sie spricht nur Polnisch. Als Zuschauer? Wie viel? Ale dobrze, a zapytaj, czy w takim razie ja od razu mam robić awanturę? Das Verständigungsproblem wurde gelöst. In der fertigen Serie erleben Sie Christina Janda später mit einer deutschen Stimme. A nie wyraźnie. To jest nieporozumienie. Können Sie das übersetzen? Der hier. Also, das haben Sie mir nicht gesagt, dass der auch dabei ist. Ist das nicht eine Reuter? Der hat sich ja kaum verändert. Außer, dass er rund ein Vierteljahrhundert älter aussieht. Guten Abend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass für mich irgendwas von Interesse wäre, was mit dem zu tun hat. Er ist verkalkt. Also äußerlich mag ich ja älter geworden sein. Aber hier drinnen ist alles noch wie früher. Tut mir leid, entweder er oder ich. Tut mir wirklich leid. Als Personalchef wäre der einsame Klasse. Der ist klug und gerissen, aber... Als Geschäftsmann ist er gut, das muss man zugeben. Klug und gerissen. Als Geschäftsmann kommt keiner an ihn ran. Als Mensch... will keiner an ihn ran! Sachs. Der große Sachs. Den sollst du dich lieber um sein ABC-Pflaster kümmern als um Geschäfte. Jetzt geht er den lieben langen Tag dieses Gelabere, wie man vor 30 Jahren Kaufhäuser geführt hat. Oder vor 40. Dieser ganze Käse, der keinen mehr interessiert. Als hat man noch nicht genug um die Ohren hätte. Manchmal weiß man vor Langeweile nicht, wie man sich hinsetzen soll. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bellmanns Gegenspieler ist der skrupellose Geschäftemacher Rottmann, gespielt von Heinz Hönig. Wir alle könnten ein riesiges Vermögen daran verdienen. Aber nicht solange Herr Bellmann seinen Kamikaze-Kurs steuert. Nicht mit dieser total überalteten Führungsmannschaft.